macht eigentlich das Schiff hier immer? Ja, ich weiß, dass. Stimmt, wir wollten eigentlich die Militärmissionen mal machen. Dann machen wir die nämlich jetzt. Lassen die sich hier mal so ein bisschen entwickeln. Machen hier die Militärmission. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Okay. Ja, egal, ist ja auf einfach. Machen wir kurz weg. Unser Konto ist schon wieder am Limit. Es ist doch nicht zu fassen. Wann steigen wir denn auf? Stufe 18 bei 29.406 und Dings, bla bla. Was bekommen wir dafür? Kontolimit plus 100.000 bringt mir jetzt nicht so viel. Transferslots plus einer, Warenübersicht plus 10. Okay. Ja, dann machen wir mal die Militärmission. Man muss auch mal Spaß haben. Und keine Minute zu früh. Die Orbital Watch. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Und trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Du wirst dir wünschen, niemals einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Ich hab dir vorhin nicht geholfen, was ist dein Problem? Außerdem hast du eh keine Chance gegen mich. Jetzt halt die Klappe. Verstanden. Was soll ich denn überhaupt machen? Warte, wir nehmen erstmal die ganzen Aufträge hier mal an. Hör mal, ich will einfach mal annehmen, gar nicht gucken, was es ist. Einfach annehmen. Noch können Sie einen Gruppen. Ah ja, nö, ist ja nicht übertrieben oder so, nein, nein. Alles in Ordnung. Also, langsam übertreibt das wirklich ein bisschen. Okay, fahr mal da durch. Hey, wie schnell man das einfach kaputt kriegt. Der kann noch fast gar nicht schießen. Boom. Bestätigt. Ich hab erst gerne die Geschütze down, weil ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen. So. Ihre Aufmerksamkeit ist schmeichelhaft, aber ich hätte lieber einen Bericht. So, liefern Sie 500, bla bla bla. Ja, das können wir doch eigentlich machen. Liefern. Haben wir. Das Problem wird nicht wieder hochkommen. Gut gemacht. Danke. Gleichfalls. Abknallen bitte. Danke. Jetzt das hier bitte abknallen und danach das abknallen. Jetzt das hier abknallen. Einfach alles abknallen, Leute. Und jetzt das hier abknallen, das habe ich nicht gesehen. Und was ist eigentlich das da gewesen? Raketenfeuer, geil. Feind entdeckt. Alle bereit machen. So, die hätten wir mal ein bisschen auseinander geschossen, würde ich sagen. Kein Ding. Einfach schießt ihr mal, ich kümmere mich um die Schilde, Leute. Das bitte noch abknallen. Einfach alles abknallen, Leute. Selbstreparatur läuft. Ja, läuft. Sehe ich auch so. Verstanden. Täusche ich mich oder habe ich mehr Schiffe? Ich habe ja aufgerüstet. Müsste ich ja eigentlich jetzt mehr Schiffe haben. Volle Kraft voraus. Was sag ich das hier? Lol. EMP-Impuls. Mal gucken, was das bei dem Schiff hier macht. Der macht seine eigene Mauer kaputt, wie dumm kann man sein? Nicht in Reichweite oder was?
gehört der eigentlich zum Auftrag? Warte mal, was? Das ist das Schiff, vor dem du weglaufen solltest. Ah nee, geh weich. Jetzt machen wir das mal kaputt. Roger. Nur weil er das jetzt gesagt hat. Aus dem Grund mache ich es einfach mal kaputt. Bestätigt. Und wieso? Weil ich es kann. So, EMP bitte. Und dann ein Luftschlag. Danke, danke, nichts zu danken, alles easy. Noch eine bitte. Bitte abknallen, Leute, bitte einfach abknallen. Ich liebe diesen EMP. Ich finde den fast schon besser als die Atomrakete. Ich habe die Situation entschärft. Ohne sie wäre von unseren Protektoraten. Ja, alles gar nicht mal so schlimm, aber tut mir leid, ich versenke gerade Schiffe in der Arktis, kommt da nicht irgendwie Öl oder Treibstoff oder so ins Wasser. Das ist ja auch nicht so schön, oder? Aber ich weiß es ja nicht. Mann, ich liebe diese Schiffe, die sind so geil. Die Schlachten sind wirklich besser als in 2070, muss ich sogar sagen, aber mal sehen, ob es insgesamt mit Anno 2070 mithalten kann, wenn ich es dann zu Ende gespielt habe. Wenn man es überhaupt zu Ende spielen kann, weil man spielt ja auf so einer riesigen Karte, das ist ja gigantisch. Ja, Belohnung, bla bla bla. Was will der? Liefern Sie Unterstützung? Ah, wir sind sogar in der Nähe. Dann machen wir das mal kurz. Ich habe keinen Bock dahin. Oh, vielleicht hätte ich dahin schießen sollen. Ja, machen wir nachher auch noch. Hier liefern. Warte, wieso können. Unterstützungsflotte. Achso, das habe ich nicht. Oh, da ist aber eine und da ist eine. Sammeln wir mal kurz ein. Starte Nuklearrakete. Ich liebe diese Nuklearraketen, aber nur mal so zur Info. Nuklearraketen machen hier alles kaputt. Aber das ist ja egal. Ah, ich finde es vor allem cool, dass man hier so Sachen wie Iridium und keine Ahnung was bekommt. Das ist jetzt eine Falle gewesen. Aber kein Ding. Die machen wir trotzdem kaputt. Bestätigt. So, jetzt würde ich auch mal gerne wieder reparieren. Selbstreparatur läuft. Läuft, ja, läuft. So, der Typ wollte 3 Flotten haben. Blöd nur, dass ich keine 3 Flotten habe. Hat's denn irgendwo? Hier hat's eine. Da müssen wir hin. Alle zum Einsatz. Ja, da müssen wir hin. Versuchen die eigentlich in mich reinzufahren, damit ich kaputt gehe oder so? Ich verstehe das nicht ganz, weil das ist ja irgendwie Kamikaze, auf so ein großes Schiff zuzufahren. Aber okay, wenn es Spaß macht, kann man es natürlich machen. So, da haben wir jetzt Unterstützungsflotte. Jetzt können wir nämlich zu dem Chip wieder hingehen. Wenn wir den kurz kaputt gemacht haben. So, und jetzt gehen wir zu dem Typ hin, bringen sie ihm seine Unterstützungsflotte. Oder nein, warte mal. Wir schicken so ein kleines Boot hin, das kann da alleine hin. Volle Kraft voraus. Ja, vielleicht wird es kaputt gemacht, vielleicht nicht. Ich habe genügend Geld. Alle zum Einsatz. Da kommen sie. Das gibt ziemlich viel. Und das sind ziemlich schöne Sachen. Ja, doch, doch. Okay, ihr kriegt nochmal einen Nuklearangriff. Mann, ich liebe dieses Zeug. Kann ich damit eigentlich das hier kaputt machen? Ja, es geht, also ja.
So, ihr stellt euch mal dahin, das Schiff hier. Macht den mal bitte kaputt. Perfekt. Sag ich ja, kein Ding für das Schiff hier. Wir liefern dem noch kurz. Und dann fahren wir wieder nach unten. Und irgendwo, was will die, benutzen sie kinetische Schilde 5-mal. Ja, kann ich gerne machen. Energie auf Schilde umgeleitet. Ja, okay, das zählt, auch wenn ich nicht beschossen werde. Ja, ich sollte ihn vielleicht mal reparieren. Koordinaten bestätigt. Ich kümmere mich um die Reparatur. Koordinaten bestätigt. So, wo hat's denn noch irgendjemanden? Da hat's noch jemanden. Den habe ich vorhin übersehen anscheinend. Hier, da hat's noch welche. Oh, ja. Da sind genügend. Sind unterwegs. Gibt's denn eigentlich ein Limit, was ich haben kann an Iridium? Ich glaube nämlich schon. Abknallen. Danke. Energieschilde hochgefahren. Jo. Und rein. Abknallen, abknallen, alles abknallen, abknallen, abknallen. Knallt sie ab. Einfach alles abknallen. Knallt sie ab. Einfach alles abknallen. Schalalalalala. Wie oft muss ich es denn noch einsetzen? Einmal? Ja, das kann ich gerne machen. Gut, da hätte es noch einen Raketenangriff, deswegen benutze ich jetzt mal hier einen. Ach, da hinten sind auch noch welche, okay. Boom! Und weiter geht's. Bereit für Einsatz. Einfach alles abknallen. Schalalalalalalalala. Volle Kraft voraus. Ach, was haben wir denn hier? Starte Nuklearrakete. Boom. Kaputt. Da kriegt man schön viele von diesen, wie soll ich jetzt sagen, Materialien, die man sonst nicht bekommen würde. Einmal noch. Jo, das können wir jetzt machen. Wieso haben die eigentlich U-Boote und ich nicht?